Christina war immer ein vorsichtiger und bedachter Mensch. Und wenn sie an dem Morgen keinen Alkohol getrunken hätte, vielleicht hätte sie noch rechtzeitig bremsen können. Ich verstehe das nicht. Sie hat doch sonst nie getrunken. Damit hat wirklich keiner gerechnet, dass es ausgerechnet Christina trifft. Ich habe sie ja kurz vorher noch gesehen. Sie war an dem Morgen bei mir. Zum Sektfrühstück. Ich habe ihr noch meinen Schal geliehen. Und dann auf dem Rückweg. Es ist so. Stefan, ich weiß nicht mal ansatzweise, wie du dich fühlen musst. Gott, der Schal. Hatte sie den mit dem Auto? Ja, na klar. Oh nee, das ist ja doof. Oh, Scheiße. Stefan, hat die Polizei irgendwas von dem Schal gesagt? So ein blauer Seidenschal mit gelben Sternchen? Nicht? Hm. Na gut. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Nur der hat halt 45 Euro gekostet. Was ich normalerweise niemals für einen Schal ausgeben würde. Nicht, weil ich geizig bin. Jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin das absolute Gegenteil von geizig. Nur 45 Euro für einen Schal, das muss schon wirklich schöner Schal sein. Und das war er auch. Der war perfekt. Allem gepasst. Was für ein Verlust. Und das Witzige ist, ich höre sonst immer auf meine Intuition und die hat mir noch gesagt, leih Christina nicht den Schal. Nicht heute. Das ist ärgerlich. Naja, man kann die Zeit ja nur leider nicht zurückdrehen. Wobei, Stefan, du könntest mir doch das Geld. Ach, komm. Ist egal. Ja. Ist gut. Sag mir einfach Bescheid, falls die Polizei den Schal noch findet. Oder wir machen halbe-halbe. Aber weißt du was? Lass stecken. Ja. Du musst jetzt auch noch die ganze Beerdigung bezahlen und so. Wobei da 22,50 Euro... den Kohl jetzt auch nicht fett machen. Du kannst mich ja mal auf ein Bier einladen. Beziehungsweise 7 Bier. Und ein halbes.